Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Planet Coaster, dem Karrieremodus, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mensch, ich habe gerade geguckt, hier, Safe Game geladen, ja, von Miss Ellie's Diner und ungläubig festgestellt, es war am 27. März 2021, dass ich das letzte Mal hier war. Das ist fast ein Jahr. Das ist fucking fast ein Jahr. Krass. Leute, ich weiß überhaupt nicht mehr, was abgeht hier bei Miss Ellie's Diner. Ja, das müssen wir uns erst nochmal geben. Ja? Miss Ellie's Diner hat schon einige tolle Elemente. Sogar eine große Holzachterbahn für den kleinen Nervenkitzel. Aber es liegt so weit ab vom Schuss, dass es nicht allzu viele Besucher anzieht und sein ganzes Potenzial nicht entfalten kann. Kannst du hier bauen und für Besucherströme sorgen? Nun, Leute, wir wissen ganz genau, ja. Ich kann. Wir können, oder? Wir werden das anpacken. Jetzt gucken wir aber trotzdem erstmal, was wir bis jetzt geleistet haben. Langsam erinnere ich mich wieder. Und zwar haben wir schon gebaut eine Wasserbahn hier hinten. Wir haben eine Achterbahn, ein Boomerang, ne? Oh ja, ein ordentlicher sogar. Und dann haben wir hier so eine kleine Main Street versucht anzufangen. Und wie sieht es denn momentan aus? Wir haben Minus, wir haben knapp 900 Leute im Park. Wir haben eine Bewertung von fast 800, das ist nicht so schlecht. Stimmt, hieran erinnere ich mich. An die beiden Bären und den Typen, der sich erschreckt. Ja, die haben jetzt ein Jahr hier schon gute Arbeit geleistet und sind natürlich noch dran. Sehr schön, das freut mich. Und ja, ein paar Flat Rides. Sieht doch so schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich weiß gar nicht, was wir überhaupt... okay, monatlicher Profit minus 2000, das ist nicht gut. Daran müssen wir arbeiten. Müssen die Mitarbeiter wieder im Auge behalten. Da müssen wir uns gleich auch erstmal eine Übersicht schaffen. Das ist eine Leuchte. Ja, und wir hatten hier so ein bisschen Stilmix, ne? Da ist es alles, passt es nicht so richtig. Hier, das ist Wild West. Hier haben wir viktorianischen Stil. Hier haben wir so ein Fahrzeug. Dann haben wir hier auch wieder ein bisschen Wild West. Es geht drunter und drüber hier. Aber das ist ja nicht schlimm. So, der hier ist mittlerweile sehr gut besucht, der Coaster tatsächlich. Viele Gäste haben Durst, ja. Da können wir uns gleich drum kümmern. Vielleicht machen wir hier als allererstes mal schön auf 20 hoch. Wir wollen ja Geld verdienen. Wir wollen Geld verdienen. Hier stehen sie auch ganz gut an bei unserem Flume. Gehen wir auch auf 20. Ich weiß nicht, wie austariert ich das schon hatte, das Ganze gelöt. Wo ist denn hier eigentlich die der Anstehbereich? Hier, da geht gar nichts. Da geht einfach gar nichts. Keiner will auf die Holzachterbahn, weil, warum? Wie ist denn da das Prestige? Es ist schon top. Notch. Die kostet natürlich 30. Sagen die Leute, das ist zu teuer? Nee, technisches Problem. Sie sagen nicht, dass es zu teuer ist, tatsächlich. Wir machen momentan damit nicht so viel Plus. Also wir brauchen einfach auch mehr Leute im Park. Wir brauchen mehr Leute im Park. Das ist einfach so. Hier haben wir so eine Art Autokino vor. Ja, weiß nicht. Könnte man umgestalten auch mal. Gefällt mir nicht so. Also, was soll dieses Autokino da? Ist ja nun mal Schwachsinn jetzt in so einem Park. Gut. Zu benutzen? Wieso versuchen sie es? Weil es voll ist. Ja, okay, Leute, ist ja gut. Wir werden was Neues bauen, die Main Street erweitern, dann gibt es noch einen Getränkeshop. Vielleicht sollten wir einfach auch an die Main Street hier noch so ein bisschen Getränke-Gedöns bauen. Weil da halt, ja... Ich überlege gerade noch, wie es so wird alles. Ich würde sagen, hier machen wir weiter. Und dann geht hier... Hier wollten wir eine Achterbahn hinbauen, das weiß ich noch. Und dann geht hier irgendwann einer rein und hier geht wieder ein Weg. Also, hier wird schon viel los sein. Das heißt, hier können wir eigentlich noch mal für Getränke sorgen. Aber vorher will ich jetzt noch mal gerade gucken, was ist denn überhaupt, was müssen wir überhaupt schaffen? Wo steht das denn noch mal? Hier. Leicht. Ach, wir haben schon Bronze. Okay. Und wir brauchen eine Szeneriebewertung von 80 und 1200 Gäste. Ja, das ist doch nicht so schwierig. Und dann brauchen wir eine Parkbewertung von 1500, 1700 Gäste und alle Darlehen zurückzahlen. Okay. 1500 Parkbewertung ist schon recht ordentlich, möchte ich behaupten. Da müssen wir mal gucken, wie wir darauf kommen, ehrlich gesagt. Aber gut, das kriegen wir hin. Es ist halt noch relativ wenig los. Obwohl schon fast 1000 Leute im Park sind, verläuft sich das doch derzeit relativ gut. Was ist hier eigentlich? Die müssen wir auch nochmal angucken.
Hier sieht mir zu rasant aus. Hier gab es mehr Szenerie. Ja, das ist nur auf 62, das stimmt. Aber um Szenerie würde ich mich ehrlich gesagt erst später kümmern. Wie sieht es denn überhaupt hier sieht soweit eigentlich alles ganz okay aus. Forschungsstatus unvollständig. Achso, da wird noch geforscht. Was haben wir denn hier? Ach nee, nicht den Kickflip, Alter. Der ist doch kacke. Hast du den? Ich lasse jetzt mal Forschung weg. Wir müssen jetzt erstmal eine neue Achterbahn bauen. Mal gucken, was das hier wird. Airtime. Welche Achterbahn hat viel Airtime? Ernsthaft? Also ich hoffe ja auf einen Launched Coaster. Aber ich wüsste gerade nicht, was viel Airtime hat. Also normalerweise würde man ja sagen, also relativ viel Airtime haben hier diese Wooden Coaster, weil man die halt immer so baut. Den haben wir aber schon. Also von daher bin ich mal gespannt, was das jetzt für einer wird. Aber das müssen wir noch abwarten. Jetzt wollte ich mal gerade nach den Krediten gucken. Wir haben einen am Laufen. Wir können keinen hinzufügen. Einen von einem. Ja gut, das ist schlecht. Der läuft halt noch. Wir könnten versuchen, den schnell zurückzubezahlen, um dann 10.000 zu haben. Oder halt versuchen, so zu sparen. Wir zahlen jetzt das Minimum. Ja, ist eigentlich auch fast Jacke wie Hose. Wir machen mal das Maximum und gucken mal, wie wir dabei rauskommen. Weil wir forschen jetzt noch an einer Sache. Die war wie teuer? 3.000 im Monat. Das heißt, 4.500 im Monat ballern wir jetzt gerade schon mal für Sachen raus, die aber bald dann weg sind. Dann wird das schon mal positiver. So, jetzt gucken wir uns mal unser Personal an. Da könnte man schon wieder befördern, was aber dann ein Nachteil natürlich ist, dass die mehr Geld wollen. Warum ist er denn hier jetzt so unglücklich? Der Benedikt Kunden hier schon wieder. Ich hab's vermisst. Leute, ich hab's vermisst. Ja. Ist natürlich... Wir haben drei Hausmeister. Wir haben eine Miss Ellie, die bleibt auch. Wir haben Verkäufer natürlich für jede Bude. Das hier ist eine Bude, welche... Galpi Energy, natürlich wieder was zu trinken. Weißt du was, ich mache jetzt mal unsere... Mach die mal alle jetzt hier höher. Die sollen schneller arbeiten, damit hier nicht so viele Leute warten müssen. Die werden jetzt richtig gut geschult. Natürlich wollen die dann mehr Geld, kriegen sie. Dafür arbeiten sie auch schneller. Ne? Das ist ja ein Geben oder ein Nehmen. Aber es ist ganz gut, es sieht ganz gut aus. Es sind alle am Benedikt Kunden, also von daher sind auf jeden Fall alle Shops auch momentan relativ gut belegt. Bekommen ihn hier noch. Dann haben wir alle. Ah, jetzt gibt es gleich ein dickes Minus, pass auf. Na gut. Ist natürlich alles relativ teuer hier. Jetzt. Das ist 66er. Sollen wir mal gucken. Die haben ja komische Namen. Ah, da war es, glaube ich, knapp. Hier. Leute, jetzt haben wir. Okay, alle sind. Die sind auch noch relativ. Der geht auch nach oben gerade. Müssen wir im Auge behalten. Also noch sind die eigentlich ganz happy. Wir haben einen Techniker nur tatsächlich. Das könnte schon fast zu wenig sein. Wir haben einen. Ja, aber wir müssen erstmal damit klarkommen jetzt. Ein Techniker für wie viele Attraktionen haben wir? Wir haben hier den. Das ist der 66er. 66er, ja gut, lassen wir jetzt so den Namen. Der hat sich wahrscheinlich hier eingebrannt wie falsch gestochenes Tattoo. Von daher lassen wir es erstmal. Hier ist natürlich gar nichts los gerade, ne? Hier ist absolut nichts los. Und das hier sieht auch aus wie beim Rasten, ne? Hier die Dinger. Ich kann mich weder abreißen noch weiter runter machen. Wie hoch kann man die denn machen? Wie drucken sind die denn hier? Keinen Sinn, echt, für... Was soll dieses Rad hier? Naja, okay, hier kann ich nichts machen. Ich kann das nicht abreißen hier, ne? Nee, das heißt, wir lassen das einfach. Was wir machen könnten, ist, bis hier mal mehr los ist, tatsächlich die Shops dicht. Wir machen die Shops jetzt dicht. Ist mir egal. Sind dann die, die hier sind dann gefeuert auch, oder? Jetzt habe ich die natürlich... Die habe ich ausgebildet, ich glaube. Ah, das ist natürlich scheiße.
Sind die jetzt... Was machen die denn jetzt? Wenn ich jetzt zwei neue Shops erstelle, warte mal. Ah, fuck, ich habe kein Geld. Ich habe halt kein Geld. Doch, da. So, pass auf. Den will ich loswerden. Warte mal. Arbeitet da jetzt... Warte mal, welche waren das denn? Läuft herum. Das müssten ja die läuft herum sein, auch unterwegs zum Laden. Der betritt den Laden, der ist es wahrscheinlich. Hotdog Squad. Was? Nein, da müsste einer auf dem Weg zum... Wo sind die beiden? Hier, das müsste doch jetzt einer sein, der... Wo sehe ich, wer hier drin arbeitet? Das ist doch... Ja, der ist Profi, sehr gut. Das ist der. Das ist der Schlechte. Aber wo ist der andere hin? Ist es der? Ja, der ist auch Profi. Was macht Filiberto Davis? Wohin geht Filiberti Davis? Er läuft herum. Okay, der braucht einen Shop. Leute, der braucht schnell einen Shop. Wir machen jetzt hier noch irgendwas zu essen hin. Ist mir egal. Angepasst Essen. Was gibt's denn hier? Wie gibt's? Hier gibt's... Hier. Just Ribbon. Hier kommt noch ein Just Ribbon hin und dann machen wir hier noch... Da kommt natürlich die Achterbahn auch noch hin. Müssen wir mal gucken. Wir verkleiden die bald. Wir verkleiden die bald. So, hier. Gib mir mal doch nur den Shop, bitte. Nur den Shop. So, der. Weg. Und jetzt müsste der eine doch da reingehen. Boah, wir sind einfach brillant, Leute. Hier, der wird jetzt gerade niedriger. Wir müssen die jetzt mehr bezahlen. Wir kriegen jetzt 170. Wenn alle niedriger gerade. Einfach weil die zu gut sind für das Gehalt. So, jetzt müsste aber. Hier, betritt Laden. Filiberto Davis. Wo ist er? Ist er schon drin? Er ist schon drin. Er ist einfach ein absoluter Profi. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt machen wir Folgendes. Und hoffen, dass das mit dem Coaster, der da irgendwann hinkommt, noch möglich ist. Das ist schon wieder zum Scheitern verurteilt einfach. Mach nochmal weg. Mach nochmal rückgängig. Ach Gott. Mach nochmal rückgängig. Wollte hier einfach die kleinen... Mama Rasta. Mach mal klein, den kleinsten. Wo kann ich mich bauen? Kein Raster mehr. Jetzt, warum kann ich nicht hier in die Mitte? Egal. So. So machen wir das. Und da kommen jetzt ein paar Picknicktische hin. Ach scheiße, ist das Szenerie? Not sure. Ja. Was könnte man denn nehmen? Sowas hier, ne? Das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr eng hier. Aber egal, es soll nur Platz, ein bisschen Platz für die Leute. Und auch zum Chillen sein hier. Ist ja nicht schlimm. Ach, das reicht. Oh, noch Bänke.
So, Mülleimer nicht vergessen. Und das ist doch schon super. Was haben wir bis jetzt hier so für Bänke gebaut? Keine. Ah doch. Die hier, ne? Ja. Typische Brillibank. Okay, das heißt, hier können die sich auch mal hinsetzen, so ein bisschen rumchillen. Ist doch nicht schlecht. Machen wir es hier noch so ein bisschen grüner. Aber, warte mal. Wie war denn das? Wie war denn das Filter? Hauptspiel. Weil hier kann man jetzt nicht alle Bäume bauen, einfach. Ah, die sind ja so riesig. So, jetzt gibt es hier so ein bisschen Schatten. Wie gesagt, ich hoffe, dass das nachher mit der Achterbahn irgendwie ausgeht. Nee, der ist nur süß. So. Nee, warum einen toten Baum jetzt? Das wird noch verkleidet gleich. Alles gut. So ein paar Büsche. Das ist schon sehr klobig. Einfach damit das hier dicht ist. Für die Achterbahn, die dann nachher kommt. Kann ja idyllisch sein hier, oder? Ich meine, Wasser haben wir. Ja, hier, Rosen. Das ist doch schon ein sehr schöner kleiner Rastplatz. Sie haben einfach den Müll da reingeworfen, anstatt sich da auch mal hinzusetzen. Weißt du, ich acker mir hier einen ab, damit es schön wird. Und ihr schmeißt einfach euren Drecksmüll da hin, weißt du? Können wir es auch sein lassen, einfach. Boah, jetzt ist das auch so einigermaßen abgegrenzt hier, das ganze Gelöt. Wie wir das denn nachher verkleiden, weiß ich noch nicht. Müssen wir noch mal gucken. Jetzt gucken wir noch mal gerade, wie es denn überhaupt aussieht. Also McKinley-Schuster ist schon mal ein blöder Sack. Wie lange die brauchen, um den Park zu verlassen? Eieiei. McKinley-Schuster, ey, das ist ein richtiger Vollidiot. Der hat nichts zu tun hier in seinem Scheißladen. Welcher Laden ist denn das dann? Ist noch ein Laden drin, das gibt's ja gar nicht. Ja gut, deswegen ist er wahrscheinlich unzufrieden, weil hier einfach auch niemand ist. Mann, ey, da müssen wir auch noch zumachen. Aber wir lassen den jetzt erstmal. Wir müssen nur McKinley-Schuster im Auge behalten. Also hier tatsächlich auf die T-Tasten gehen nicht so viele Leute drauf. Vielleicht soll ich es mal runterschrauben auf 5. Aber da, die Leute wollen eventuell nicht. Aber er macht Plus. Wollen eventuell nicht so langweilige Sachen drauf. Aber hier wird jetzt auch wieder Plus gemacht. 60. Hier sowieso. Auch schon sehr etabliert das Ganze. Ah, das kommt alles noch. Die ganzen Geschichten kommen alle noch. YOLO. Wir haben die Forschung ist fertig. Jetzt sind wir mal gespannt. Anubis. Das hört sich doch nach Abschuss an. Was ist denn Anubis, Leute? Gucken wir nochmal gerade nach den Finanzen hier. Ja, den können wir komplett zurückzahlen. Sehr gut. Das ist gut. So, wir haben keinen Kredit mehr. Wir können 10.000 aufnehmen, damit eine neue Attraktion bauen. Das ist nicht schlecht. Jetzt gucken wir mal gerade, was Anubis für eine Nummer ist. Hauptspiel muss ich, glaube ich, machen, ne? Launched? Da ist doch Launched. Aber den darf ich nicht bauen, ne? Der gehört nicht dazu. Da ist Anubis. Hypercoaster. Ach Gott, was ist denn jetzt Hypercoaster, Alter? Was war nochmal Hypercoaster? Das ist einfach ein riesiger Coaster, ne? Sheesh. Kann man hier filtern Anubis? Vorgefertigte Anubis im Achterbahn? Wo sehe ich, was das für eine ist?
Sonstige Stahl. Looping Shuttle Achterbahn. Ja, aber wo steht denn, ob das Anubis ist? Hier, die hatte ich geguckt, ne, ob ich die baut. Warwick. Was könnte denn hier Anubis sein, Freunde? Hier. Das ist bestimmt Anubis. Was steht denn hier? Hypercoaster. Das ist bestimmt so eine Anubis-Nummer hier. Ja, guck doch mal, das ist doch nicht. Das ist einfach nur hoch und runter. Ja gut, aber passt zu Airtime, ne? Ja, aber sowas kann ich auch selber bauen. Was kann ich auch selber bauen? Ah, Mist. Ja, Mist. Aber das wird ja sein, Hypercoaster. Ich wollte eher einen kompakten. Also dann würde ich doch eher... Leute, ich gucke mir das nochmal an. Dann würde ich tatsächlich doch eher den Venom dahin bauen. Den können wir ja bauen, ne? Den haben wir doch auch hier, den Hengi, oder? Hier, das ist doch eine Boa. Das ist doch eine Boa. Zeig den nochmal hier, den Venom. Der kostet 10.000. Der ist halt sehr kompakt, was mir gefällt. Der passt halt hier ganz geil hin. Wenn man den auch dann da drüber baut, über die Straße. Der passt in meine Pläne eigentlich ganz gut rein, so. Oder? Tja, Leute, das müssen wir in der nächsten Folge entscheiden. Oder wir bauen selber einen. Das geht natürlich auch. Mal gucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei Planet Coaster Karrieremodus. Schön, dass ihr wieder da seid. Falls ihr noch da seid. Ich weiß nicht. Vielleicht hat das auch einfach... Guckt es keiner mehr. Planet Coaster, altes Spiel. Langweilig. Naja, ich find's immer noch geil. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Hier, Karrieremodus. Ich zähle auf euch. Ciao.